Italien am Lago Maggiore. Die 27-jährige Nachwuchsschauspielerin Sophie Eifertinger und ihr 31 Jahre älterer Mann Nikolai haben gestern Abend ihr Urlaubsdomizil bezogen, das sie sich vor einem halben Jahr gekauft haben. Das knapp 200 Jahre alte Haus ist in die Jahre gekommen. Für die beiden bedeutet das die nächste gemeinsame Aufgabe, der sie sich stellen. Du fandst ja den Gasherd erst ziemlich gruselig. Ich fand ihn am Anfang so gruselig. Ich finde ihn so super. Aber jetzt mag ich ihn auch, ja. Und ganz wichtig, Sophie, man kann entweder duschen oder abwaschen. Dann haut's die Sicherung raus. Sie muten sich einiges zu. Das Haus wollen sie nach und nach renovieren. Doch schon heute verfolgen Nikolai und Sophie einen neuen Plan, um voneinander zu lernen. Der Hypnosetherapeut und die Schauspielerin wollen hier am Lago Maggiore gemeinsam therapieren. Wir haben was erfunden, was bisher es eigentlich noch gar nicht gibt. Eine Therapie in der Natur, im Laufen und das unter Hypnose. Und darauf freuen wir uns schon. Wir sind auch ein bisschen aufgeregt. Heute wollen die beiden diese Methode erstmals an einem Klienten anwenden. Hier soll sich zeigen, ob der Hypnosetherapeut und die Schauspielerin auch beruflich ein Team sind. Wie harmonieren die beiden, wenn es ums Business geht? Beim morgendlichen Yoga könnten die Gegensätze kaum größer sein. Jetzt mache ich mich voll zum Klops, ich hab's geahnt. Also dieses frische, junge, dynamische, was Sophie so in mein Leben bringt, ist auch oft sehr herausfordernd. Erstmal ankommen und die Hände nach oben. Aha. Nee, nach da. Ich sehe halt einfach schlecht aus neben Sophie. Also immer, nicht nur beim Yoga. Ich hatte noch nie den Gedanken, dass dieser Altersunterschied zwischen uns steht, weil ich sowieso ganz anders ticke als die meisten. Doch auch wenn die beiden eine Einheit sind, so zeigt sich beim Yoga der Age Gap von 3 Jahrzehnten. Und die 27-jährige Sophie übernimmt die Führung. Du spürst es wahrscheinlich auch in den Schulterblättern hier hinten. Nicht nur dort. Und wieder lösen. Ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich merke, dass ich nicht mehr alles leben kann. Weil ich merke schon so die Endlichkeit des Lebens. Das hinterlässt mich das natürlich auch mit einer Trauer. Viele Dinge nicht mehr machen zu können. Ich weiß nicht, ob ich die Augen verschließe vor einer gewissen Zukunft, die sein kann. Das kann sein. Aber ich habe auch jetzt noch ein Kind bekommen und das auch bewusst. Ich glaube, es ist eine Prise Rock'n'Roll dabei. Wie viel Zeit ihnen noch zusammen bleibt, wissen die beiden nicht. Aber sie wollen so viel Zeit wie möglich zusammen verbringen. So entstand der Plan, auch das Berufliche zu verbinden. Mit einer eigens entwickelten Wachhypnose in der Natur. Nikolai ist seit über 20 Jahren Hypnosetherapeut. Sophie ist neben der Schauspielerei hypnotherapeutisch fundierter Coach. Sophie ist der analytische Part. Also die sieht Dinge, die ich nicht so sehe. Ich arbeite so im Prozess, sehr intuitiv. Ich mache das seit über 20 Jahren. Sophie, die hat so eine Metaebene. Also sie guckt noch mal drauf und hat einen sehr, sehr scharfen Verstand. Und das zusammen bringt dann den unglaubliche Dynamik dann auch. Unschlagbar als Team? Das wollen die beiden heute herausfinden, wenn ein Klient dafür extra aus Berlin einfliegt. Für das Ehepaar steht viel auf dem Spiel. Funktioniert das gemeinsame Coaching? Ausgerechnet kurz vor Ankunft des Klienten gießt es plötzlich wie aus Eimern. Anspannung. Also ich bin arschaufgeregt, weil es ist ziemlich krass eigentlich, weil es das allererste Mal ist, dass ich hier hoste und jetzt funktioniert es nicht so, wie es funktionieren sollte. Und ich mache auch diese Technik zum ersten Mal. Das heißt, also ich bin geübt in Kontrollverlust, aber es ist jetzt schon ganz schön viel auf einmal. Das Modellsetting ist hier, wir sind nicht in einem Therapieraum, sondern wir arbeiten in der Natur. Das heißt, er wird laufend hypnotisiert von mir, während wir eben auf die Berge steigen. Und es ist eben heute kaum möglich. Also ich glaube, es wäre sehr gefährlich, wenn wir das machen würden. Also der visuelle Radar sagt auf jeden Fall, dass es noch weiter regnet. Das heißt, wir werden kurzfristig
umdisponieren. Ich habe hier ein Ergometer. Ich kann also eine Aktiv-Wach-Hypnose auf jeden Fall machen. Ist natürlich jetzt nicht so wie auf den Berg zu steigen. Wäre jetzt aber eine Alternative. Strampeln auf dem Ergometer statt Wandern in den Bergen. Wie wird der Klient darauf reagieren, der gerade eintrifft? Und wie kann sich Sophie einbringen? Okay, das heißt, wir holen ihn jetzt gleich ab. Ja, es ist 11.49 Uhr, das heißt, wir können eigentlich jetzt schon losgehen. Okay, dann holst du ihn ab und ich mache einen Tee, dass wir hier dann das Vorgespräch machen können. Super. Mhm. Der Klient, ein erfolgreicher Manager aus Berlin, der Hoffnung in Nikolais Arbeit setzt. Die Erwartungen an den heutigen Tag sind bei allen Beteiligten groß. Es ist die Chance, dass Nikolai mit seiner Sophie beruflich zusammenwächst. Kann das bei diesen Wetterbedingungen überhaupt glücken? Aufregend wird es, weil wir ja eine völlig neue Therapiemethode nun zeigen. Das ist schon spannend. Ich hoffe, dass wir sein Thema lösen können. Dass er ist ja 1000 Kilometer hierher gereist. Und das wäre halt so die Prämisse. Ich freue mich total darauf, weil es eine Premiere ist, dass Nikolai und ich in dieser Art und Weise zusammenarbeiten werden. Und wir auch einen Ort, der uns ganz besonders am Herzen liegt, dafür zeigen.